Ich bin Ida Hiller, die Frauenbeauftragte der Stadt Nürnberg. Ich unterstütze One Billion Rising, weil ich davon beeindruckt bin, dass so viele Frauen dazu aufgerufen haben und weltweit am 14. tatsächlich auf die Straße gehen und auf den Skandal der weltweiten Gewalt gegen Frauen aufmerksam machen. Es gibt viele Tage, an denen wir als Frauenbeauftragte immer wieder auf die Gewalt gegen Frauen hinweisen. Wir organisieren Ausstellungen, wir sind am 25.11. auf der Straße. Aber es ist eben ein internationaler Antigewalttag. Es ist etwas Organisiertes von oben. Und diese Bewegung One Billion Rising scheint mir eine Bewegung von der Straße zu sein. Ich bin sehr beeindruckt und ich finde das gut und ich hoffe, dass wir sehr viel Aufmerksamkeit bekommen. Vor allen Dingen hoffe ich auch, dass Männer sich an dieser Aktion beteiligen. Denn es wird kein Ende dieser Gewalt geben, wenn nicht Männer auch aufstehen und mal sagen, so Kumpel, das lässt dir gefälligst sein und wir wollen das nicht mehr. Es muss ein Ende der Gewalt gegen Frauen sein. Und wir müssen natürlich auch, und da ist der Staat, ist die Gesellschaft gefordert, wir müssen Präventionsarbeit finanzieren. Wir müssen Frauen und Mädchen unterstützen, die Gewalt erlebt haben. Wir müssen sie beraten, wir müssen ihnen im Frauenhaus einen Platz einräumen. Aber was wir auch brauchen, ist eine emanzipatorische Mädchen- und Jungenarbeit. Jungs und Mädchen müssen lernen, wie Konflikte auch gewaltfrei gelöst werden können. Und in diese Präventionsarbeit, auch in Täterarbeit, muss investiert werden. Ich hoffe, dass One Billion Rising dazu beiträgt, dass dieses deutlicher wird und dass Gelder hier, öffentliche Gelder auch, investiert werden.